Herzlich willkommen Leute zu dem Video, ich hoffe euch geht's gut. Ich werde heute auf eure geisteskrankesten Tricks einfach reagieren. Ihr habt mir welche auf Instagram geschrieben, für die Leute, die so welche Videos nicht erfassen wollen. Folgt mir auf jeden Fall gerne auf Instagram, ihr wisst ja wie es läuft. Gerade kann ich selber nicht fahren, deswegen mache ich gerade so welche Videos, aber bald bin ich wieder back und mache richtig, richtig geilen Content. Ich meine, das ist auch absolut gestörter Content hier, weil ich meine, ihr seid damit drin. Deswegen, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, direkt mit dem ersten Trick. Checkt natürlich erster Link auch in der Videobeschreibung ab, natürlich für die Merchandise etc. Ihr wisst ja wie es läuft. Erster Link in der Videobeschreibung und jetzt zum ersten Best Trick von euch. Ich dachte, ich fange einfach mal direkt straight komplett geisteskrank an. Und zwar haben wir einen World's First auf Holz. Und zwar einen wirklich krassen World's First. Und zwar ist es von Oscar. Und es ist einfach nicht mehr normal, was der macht. Guckt einfach mal selber. Er ballert komplett von ganz hinten an. Er macht einen Backflip Kickless, 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 Kickless. So, hä? Backflip Quad Kickless. Das muss man sich mal rein... Ich bin wirklich sprachlos bei dem Trick, Digga. Was? Dean zum Beispiel, der natürlich auch immer in meinen Videos ist, der sagt zum Beispiel, im Backflip ist ein Kickless für ihn einfacher, was ich nicht nachvollziehen kann. Er kann zum Beispiel Backflip Triple Kickless, aber kann kein Triple Kickless so, was ich nicht verstehe. Vielleicht ist es für Oscar genauso, dass es halt beim Backflip Quad Kickless einfacher zu ziehen ist als normal, aber, Digga, keine Ahnung, ich kann nicht mal Backflip Kickless so, ich kann das nicht nachvollziehen, aber das ist einfach gestört, vor allem auf Holz, ein Step-Up hoch, wir fangen direkt einfach mit dem World Service an. Aber wir haben natürlich noch einen Clip, und zwar aus Hamburg, und der sieht auch ganz cool aus. Ich habe den, wie gesagt, die ganzen Clips noch nicht gesehen, aber ich weiß, wenn man schon anfährt, was für Tricks circa kommen werden und was für gestörte Tricks kommen werden. Und das wird alles in dem ganzen Video passieren, aber jetzt erstmal zum nächsten Clip aus Hamburg in der Bowl, wo ganz viele krasse 180-Tricks gelernt werden. Also der Bruder ballert komplett an. Checkt einfach mal, wie viel Schwung er nimmt. Er nimmt komplett die Kugel mit. Bryflip, 1, 2, 3, 4. Das müssen wir uns nochmal kurz anschauen. Ich glaube, das waren insgesamt Backflip, ich wollte gerade sagen, Backflip Quad Whip, hä? Weil ich gerade von Oscar gesehen habe, Backflip Quad Kickless. Nein, er hat, glaube ich, Bryflip Quad Whip gemacht. Allein schon, wie er reinjobbt. Guck mal, wie schnell er ist und wie viel Airtime er vor allem hat. Bryflip, 1, 2, 3, 4. Waren das doch 5? Es ist immer so schwer zu sehen, wenn man halt nach einem Bryflip halt schnell Tail Whips zieht. Aber ich glaube, es war ein Quad. Ich glaube, es ist Quad Whip gewesen. Ihr schreibt aber schon mal in die Kommentare, ob ich falsch bin oder nicht. Aber ich glaube, es war ein Quad Whip. Nächster Bruder. Oh, Sarstedt. Und zwar Ben. Ja, Ben. Ben. Ja, was soll ich sagen? Full Kick ja. Des Bryflip to Immobry. Was soll ich noch zu Ben sagen? Also absolut unnormal. Muss man sich mal vorstellen, Full oder Rotor, Kickless, Bryflip und dann noch ein Immobry. Allein schon Kick Des Bry to Immobry. Allein schon Bry to Immobry muss man sich mal vorstellen. Er macht Kick Des Bry Immobry und dann noch davor ein Bars. Ja gut, also zu Ben brauche ich natürlich nicht sagen, das ist absolut gestört. Aber jetzt kommt natürlich auch nochmal ein Clip aus der Wicked, weil aus der Wicked Woods, da gibt es natürlich auch ein paar krasse Fahrer, natürlich extrem krasse Fahrer. Und auch in der Bowl wird geshreddet, vor allem im 180 und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Trick und ich bin mal gespannt, was jetzt kommt, aber ich sehe schon, der Lenker ist ihm viel zu klein. Also es wird ein Parktrick. Also er droppt auf jeden Fall richtig, richtig hoch ein. Was macht er? Er macht einen Whip Umbrella Immo Cup. Oha. Das mit dem Roller wegschmeißen kann ich. Junge, ist der aggressiv. Boah! Junge, wie er einfach seinen Helm weggeschmissen hat. Yo! Ich kann das immer noch nicht verstehen, wie man seine Sachen wegschmeißen kann. So. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr richtig so. Das, was wir damals auch gemacht haben. Ich glaube, das ist so einfach ein neues Ding. Das macht gefühlt jeder, Alter. Vor allem Helm auch wegschmeißen. Bruder. Aber egal, krasser Trick. Ich glaube, es war ein Whip Umbrella und kein Buttercup. Ich dachte erst, es wäre anfangs ein Buttercup, aber es war ein cleaner Whip Umbrella zu Immo Cup. Finde tatsächlich Whip Umbrella viel schwerer, daraus einen Immo Cup zu ziehen, glaube ich, als ein Buttercup. Weil beim Buttercup hast du die Whips schon. Beim Whip Umbrella musst du halt warten, bis der Rifle runterkommt und dann kannst du den Immo Cup ziehen. Also krasser Trick. Gestört, krasser Trick. Also wirklich. Vor allem, ich habe es gefühlt, alle sind irgendwie so 12 oder 13 Jahre alt und machen schon die krassesten Double Overhead Tricks. Aber ich bin euch ehrlich, Double Overheads finde ich viel zu overrated tatsächlich. Sind natürlich krasse Tricks, aber jeder macht die irgendwie, ne? Also irgendwie, wenn man überall in einem Skatepark ist, es gibt immer eine Person, der Double Overhead kann. Trotzdem saugestörter Trick und jetzt gehen wir zum nächsten Clip. Wir sind natürlich wieder in Sarstedt und Florian hat mir den Clip geschickt und Florian meinte, das ist so einer meiner besten Tricks und er kann natürlich auch noch mehr Tricks, aber er hat gesagt so, ja, er wird schon sagen, das ist so einer der schwersten, die er gelernt hat. Und wir sind in der Draußen-Resi und die Draußen-Resi hat man wirklich viel Airtime. Und übrigens am 17.06. ist ein krasser Best Trick Contest. Ihr könnt natürlich mitfahren, ihr könnt aber auch einfach vorbeikommen, um zuzuschauen. Schaut auf jeden Fall auf der Instagram-Seite auf Sketchy Place vorbei, aber jetzt aber erstmal Florians Trick. Jetzt mal schauen, was kommt. Er kachelt schon von ganz hinten an. Das ist schon eine Ansage, wie schnell man ist. Whip, Rewind, Kickless, Catch, Whip, Whip, Rewind, Kickless, Late Whip, Catch, Kickless war das, oder? Und der Downhill war natürlich schön. Der Downhill war schön. Wir gucken uns nochmal kurz an. Also er nimmt richtig Schwung, er macht einen Whip, Rewind, Kickless, Catch, ja, okay, ich hatte recht. Er hat tatsächlich einen Whip, Rewind, Kickless,
Whip Catch Kickles gemacht. Allein schon vom Zusehen komme ich überhaupt 0,0 hinterher. Krasser Trick, Digga. Boah. Und ich meine, da hat man wirklich auf der Rampe viel Airtime. Krass, also krass, was man darüber machen kann. Also wirklich. Aber der Downhill hat mir tatsächlich am besten gefallen. Florian, tut mir leid. Dieser Clip ist von Lennart, eigentlich auch ein Localfahrer aus Saarstedt. Aber er ist jetzt in irgendeiner anderen Halle. Ich glaube, die ist Dänemark. War ich tatsächlich noch nie, aber ich wollte da schon immer mal hin, weil einfach die Halle irgendwie cool aussieht. Er hat einen Unechte-Trick gemacht und der Unechte-Trick ist auch, ja, dumm. Einfach dumm. Guckt einfach mal selber. Also er kachelt schon mal an. Ich kenne den Clip tatsächlich schon. Er macht einen Whip Buttercup to Inwood Cup. Whip Buttercup to Inwood Cup. Und er rastet auch komplett aus. Helm weg, Roller weg. Der Klassiker. Der Klassiker. Aber ich meine ehrlich, Whip Butter to Inwood Cup ist schon ganz anders. Ganz anders als nur Buttercup to Inwood Cup. Alter, das ist schon, nee, nicht nachvollziehbar. So wie gefühlt jeder Trick hier. Aber jetzt haben wir natürlich auch nochmal einen Outdoor-Park, den ich noch nie gesehen habe. Für die Leute, die den kennen, schreibt es bitte in die Kommentare, wo der ist, weil der sieht wirklich richtig fresh aus. Und wir haben hier einen Flyout-Trick, der auch richtig, richtig cool ist. Also der Bruder kachelt erstmal über die Box und macht Flyout einen Backscrew Deckgrab. Nice! Roller wieder auf den Boden geschmissen. Wichtig, ganz wichtig. Ich kann das immer noch nicht richtig nachvollziehen. Ich meine, mit diesem Roller wegschmeißen, ist das irgendwie nice? Ist es in? Ist es cool, wenn man das macht? Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Aber jetzt nochmal einen interessanten Clip in der Halle, wo ich glaube, ich nicht weiß, wo die ist. Ich weiß um ehrlich zu sein gar nicht, wo die Halle ist, aber vielleicht wisst ihr es ja. Ich glaube, das ist sogar in... Oh, doch, ich kenne die Halle. Also er fährt auf jeden Fall ganz, ganz, ganz hoch. Und auf einmal... Oh, und 80? Bry, immer Bry. Und Roller wieder weggeschmissen. Klassiker. Ich habe keine Ahnung, wie die Halle heißt, aber ich... kenne die Halle. Aber irgendwie kam ich nie dazu und ich weiß nicht. Irgendwie hat die Halle mich noch nie richtig gecatcht. Aber ich glaube, die ist cool. Ich glaube, die ist wirklich cool. Aber krasser Trick. Brian und Brian, vor allem Frontside. Und wir sind wieder in Saarstedt. Und ich glaube, weil wir in der 180 Resi sind, ich erwarte ein Double Overhead. 100 Pro. Bruder kachelt an. Nice. Wow. Yo, was war der, was, jetzt mal ehrlich, was war der erste Trick? Der war so schnell gezogen, ich habe nichts gecheckt. War es ein Whip Umbrella oder war das ein Bry Flip? Also, er macht ein... Ja, Whip Umbrella to Inwood Cup oder Buttercup? Ich guck nochmal. Whip Umbrella to Inwood Cup. Whip Umbrella Inwood Cup. Digga, der war, den hatten wir schon heute. Den hatten wir schon heute. Aber der Whip Umbrella, der war wirklich gestört schnell gezogen. Was? Diesmal fliegt sogar kein Roller, da bin ich auch echt froh drüber. In Area 51, ja, so heißt die Halle, stimmt. Er macht Whip, Rewind, Rewind, Kickless. Hey! Krass. Und Roller wieder wegschmeißen. Und sich selber packen deswegen, weil der Roller weggeschmissen wird. Geil! Allgemein Whip, Rewind, Rewind, Kickless über die Box. Ich bin die Box noch nie gefahren, aber ich weiß, dass sie wirklich riesig ist. Man wirklich gestört Airtime hat, aber cooler Trick, nicer Roller, nicer Setup, nicer Trick. Was willst du sagen? Jetzt aber wieder in der Wicked Woods. 180-Trick, wieder ein... Oh mein Gott! Ich hoffe, er hatte Knieschoner an, weil es sah aus, als würde er komplett mit seinen Knien auf den Boden schleifen. Das war, glaube ich, ein Whip Umbrella Rewind Kickless, ja. Aber er ist wirklich dick in die Knie gegangen, Alter. Junge, Junge, Junge. Aber das Gute ist, man merkt, er wollte unbedingt draufkommen. Egal, was passiert. Ja, Digga, krasser Trick, Alter. Das ist wirklich kein einfacher Trick, vor allem diese Technik rauszubekommen, diesen Kickless am Ende zu ziehen. Das ist nicht so einfach, wenn man es halt das erste Mal vor allem richtig macht. Deswegen, nicer Trick. Kann man backuppen. Ich hoffe, das wird noch passieren im nächsten Clip. Aber wir sind jetzt wieder in Saarstedt. 180 Halle. Johannes hat mir den Clip geschickt. Und er macht auch einen gestörten Double Overhead. So aus dem Nichts. Ganz ohne Reden, guckt euch den Clip an. Ja, Kickless Bry Umbrella. Weil halt ein Bry Umbrella nicht reicht, macht man halt einen Kickless davor, ne? Ein Kickless Bry Umbrella. Was willst du machen? Warm-up. Chill, ne? Kann man eben so machen. Draußenpark, Steinpark. Und das sieht echt cool aus wie ein Step-Up. Bar, Whip, Rewind, Rewind? Was war das? Das müssen wir uns mal kurz angucken. Der Roller fliegt natürlich wieder. Perfekt. Also ich würde sagen, es ist ein Bar Heel... Entweder Heel Double Rewind oder Heel Rewind Rewind. Aber ich glaube, es war Heel Double Rewind, nur ich kann es nicht genau sagen, weil man es irgendwie nicht richtig erkennen konnte, weil sein Fuß irgendwie ganz komisch aussah vor dem Deck oder hinter dem Deck. Aber cooler Trick, geiler Park. Ich glaube, der Park sieht echt richtig cool aus. Wo ist der Park? Also für den Bruder, der jetzt gerade da wie Clip drin war, schreibt mal bitte in die Kommentare, welcher Park das ist, wo der ist. Okay, okay. Alles klar, entspann dich, Bruder. Oh, der letzte Clip in Linz. Oh Gott, da habe ich auch eine geile Story. Buttercup. Und er freut sich komplett. Nice, Roller fliegt wieder. Bei der Skatehalle Linz kann ich euch gut erzählen. Mein erster Contest und auch, glaube ich, der schlimmste Contest, den ich je gefahren habe. War nicht schön in Linz. Um echt zu sein, finde ich die Halle cool, aber ich war irgendwie 2015 noch nicht richtig so im Parkgame. Deswegen, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid alle mit ins Video involviert worden. Für die Leute, die jetzt leider nicht dabei waren, keine Angst, es wird wieder so ein Video kommen. Deswegen folgt mir auf Instagram, damit ihr wirklich nichts verpasst und ihr mir eure Clips schicken könnt. Und viele von euch haben mir mit Musik geschickt. Obwohl ich die reinnehmen wollte, aber es ging nicht. Ich kann nichts ohne Musik reinmachen. Deswegen schickt mir eure Clips bitte ohne Musik nächstes Mal. Und ich würde sagen, ihr könnt auch gerne sagen, was der krasseste Trick in dem ganzen Video war. Ich fand den Flip Quad Kickless, der war halt so einzigartig so. Den sieht man halt nicht so oft. Deswegen hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Habt noch einen geilen Tag. Peace, Leute.